Arbeitsgeräte reichen beim Maxit Mörtel Pad aus, um ein qualitativ hochwertiges Mauerwerk zu errichten. Sie passen in eine einzige Box. Das verringert den logistischen Aufwand und macht die Anschaffung von Spezialgeräten wie Mörtelschlitten oder Silo unnötig. Die Mörtelpads werden palettenweise mit den Mauerwerksteinen ausgeliefert und sind so immer in der passenden Anzahl vorhanden. Dadurch entsteht deutlich weniger Abfall auf der Baustelle und das Baumaterial wird effizienter eingesetzt. Mit einem speziellen Bewässerungssystem werden die Mauersteine leicht befeuchtet und damit vom Staub befreit. Ein voreingestellter Regler sorgt dabei für gleichbleibenden Wasserdruck. Noch ein kurzer Schnitt mit dem Cuttermesser und die Vorbereitung des Mauervorgangs ist abgeschlossen. Das zeitintensive Anmischen von Mörtel entfällt vollständig. Die trockenen Mörtelpads werden bündig auf das Mauerwerk aufgelegt. Ein Glasfasergewebe unterstützt dabei die Stabilität. Der Rücken des Maurers merkt das geringe Gewicht von nur 300 Gramm sofort. Hersteller Franken Maxit stellt zudem unterschiedliche Größen bereit, die auf die jeweilige Breite des gewünschten Mauerwerks abgestimmt sind. Ob es sich beim Untergrund um Mauerziegel, Porenbeton, Leichtbeton oder Kalksandsteine handelt, spielt keine Rolle. Das Zuschneiden vor Ort erfolgt intuitiv mit einem Cuttermesser. Verschnitt kann an anderer Stelle wieder eingesetzt werden. Sind die Mauersteine mit Mörtelpads belegt, muss der Schmelzkleber darin mit Wasser aktiviert werden. Die ausreichende Menge Wasser ist erreicht, wenn die Wannenprofile auf der Oberseite des Mörtelpads vollständig gefüllt sind. Überschüssiges Wasser fließt einfach ab, sodass eine falsche Handhabung praktisch ausgeschlossen ist. Eine Staubentwicklung wie in früheren Tagen gibt es nicht mehr. Innerhalb von etwa 3 Minuten ist eine vollflächig deckelnde Lagerfuge entstanden. Hinsichtlich ihrer Festigkeits- und Verbundeigenschaften entsprechen Maxit-Mörtelpads damit herkömmlichem Dünnbettmörtel der Mörtelklasse M10. In dieser Fuge kann nun der Mauerstein platziert und ausgerichtet werden. Die hervorragenden Hafteigenschaften des Mörtelpads sind auch an Anschlussstellen von Vorteil. Die Vorgehensweise bleibt die gleiche. Untergrund befeuchten, Mörtelpads auflegen, bewässern, fertig. Der Zeitvorteil kommt doppelt zum Tragen. Erstens entfallen langwierige Vorbereitungsschritte, zweitens geht die Vorbereitung schnell und einfach von der Hand. Die langwierige Reinigung von Arbeitsgerät entfällt. Dadurch kann sich der Maurer wieder auf den eigentlichen Vorgang des Mauerns konzentrieren. Das Resultat? Ein geschlossenes, homogenes Mauerwerk mit einem starken Haftverbund. Die werkseitig vorgefertigten Mörtelpads sorgen dabei für eine gleichbleibende Fugenstärke. Auf diese Weise liegt die Qualitätskontrolle direkt beim Hersteller und Fehlerquellen auf der Baustelle sind nahezu ausgeschlossen.